Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Preview-Video zum Raw Before the 24 Qualifikationsrennen zum diesjährigen 24-Stunden-Rennen von Daytona und damit auch gleichzeitig dem Start der diesjährigen INSA-Saison. Hierzulande haben das wahrscheinlich nicht allzu viele mitbekommen und deswegen möchte ich euch da mal ein paar grundlegende Infos zu geben. Im Hintergrund hier gerade seht ihr R-Factor 2 Gameplay, wo ich das Ganze mal so ein bisschen nachgestellt habe mit dem Fokus auf die Nummer 48 Cadillac DPI, dazu aber später mehr. Genau, legen wir mal los. Also, Start der IMSA-Saison. Warum ist das ist ein Quali-Rennen schon der Start der IMSA-Saison? Ganz einfach, es werden Punkte vergeben. Ja, auch dieses Wochenende schon. Ansonsten, natürlich ist dieses Wochenende erstmal der Hauptfokus darauf, dass es ein Qualifikationsrennen ist. Das heißt, das Rennergebnis ist die Startreihenfolge fürs nächste Wochenende, wenn dann das richtige 24-Stunden-Rennen losgeht. Das 24-Stunden-Rennen startet am Samstag, den 29. Januar um 19.40 Uhr deutscher Zeit. Und das Qualifikationsrennen, das Raw Before the 24, startet heute um 20.05 Uhr und geht bis 21.45 Uhr, also genau 100 Minuten lang. Verfolgen kann man das alles auf imsa.tv. Genau. Ich glaube, einen deutschen Stream gibt es leider nicht. Aber ja, das ist ja leider häufig der Fall bei amerikanischen Rennen. Gut. Kommen wir erstmal kurz zur Strecke. Wo wird überhaupt gefahren? Es wird in Daytona gefahren, allerdings nicht nur auf dem Oval, sondern natürlich dem Road Course. Also sprich das Super Speedway Oval, das große 2,5 Meilen Oval, mit, wie man hier auch sieht, dem Infield. Also man fährt quasi einmal runter vom Oval, fährt innerhalb des Ovals durch ein paar Kurven, geht dann wieder aufs Oval, fährt dann auf der Gegengerade nochmal durch eine sogenannte Busstop-Schikane und ja, fährt dann quasi die Ovalrunde zu Ende. Die Streckenlänge beträgt so 5,7 Kilometer und hat gerade im Infield einige schwierige Stellen, aber auch gerade die Busstop kann gerade bei dem Multiclass immer wieder zu großen Problemen und Schwierigkeiten führen. Ich spreche die Multiclass an. Was ist denn jetzt so besonders gerade an der IMSA? Es ist ein Multiclass-Rennen, das heißt, wir fahren mit 5 Serien gleichzeitig. Quasi so wie bei der WEC auch. Nur, dass hier einige Besonderheiten sind. Die schnellste Klasse, die wir hier auch gerade im Gameplay sehen, ist die DPI-Klasse. Die Daytona-Prototypen-Klasse. Das sind quasi LMP1-Autos, wie man sie aus der WEC kennt. Ein bisschen langsamer, aber ja, stellen hier auf jeden Fall die schnellste Klasse dar, wo zwei Marken gegeneinander antreten. Es treten insgesamt zwei Acuras an, was die Nobelmarke von Honda ist, und 5 Cadillacs, wie unser schöner Nummer 48 Cadillac hier gerade. Dabei ist ja, zu beachten aus deutscher Sicht, dass wir einen sehr prominenten deutschen Fahrer haben, und zwar genau nämlich in dieser Nummer 48, Mike Rockenfeller, den wir aus der DTM kennen und der letzte deutsche Daytona-Sieger ist, der zusammen mit unter anderem dem 7-maligen NASCAR-Champion Jimmy Johnson fährt. Dazu kommen dann noch der 2-malige Daytona-Sieger Kamui Kobayashi und der Formel-E-Fahrer José María López. Ja, also auf das 48er-Auto kann man auf jeden Fall als Deutscher sein Augenmerk legen. Dann kommen wir zur LMP2-Klasse. Das sind ähnliche Autos, die auch gar nicht so viel langsamer sind, sehen auch sehr ähnlich aus. Da ruhig mal auf der Seite die Lackierung aufrufen, um dann einen Überblick zu bekommen, weil sonst können die relativ schnell verwechselt werden. In der LMP2-Klasse, auch ein ganz bekannter Name, René Rast, unser zweimaliger DTM-Champion, fährt mit im Nummer 68 G-Drive Orica. Das ist ein blau-orangenes Auto, das ist für ein russisches Team. Aber ja, ich denke mal, da wird er ganz gute Chancen haben, den Klassensieg vielleicht sogar zu erreichen. Wir werden es sehen. Kommen wir zur LMP3. Die Autos sind ganz lustig, sind meines Wissens nach nicht in der WEC vertreten. Aber hier und da sieht man sie doch bei einigen Langstreckenrennen immer mal wieder. In der IMSA sind sie jetzt schon einige Zeit Teil der Serie. Und
Ja, sind im Endeffekt nochmal eine gedrosselte Version von einem LMP2, die auch deutlich nochmal kleiner aussehen, beziehungsweise auch sind. Also die kann man eigentlich dann doch ganz gut unterscheiden. Grundsätzlich sehen sie aber auch aus wie ein normaler Prototyp, nur halt wie ein etwas kleinerer Prototyp. Ja. Dann kommen wir zu den ja, größten Neuerungen der IMSA-Saison dieses Jahr, und zwar der GT-Klasse. Vorher wurde ja da mit den GTE-Autos, wie zum Beispiel auch in der WEC und Le Mans gefahren. Jetzt wurde aber in diesem Jahr auf GT3-Autos umgestellt. Es gibt da allerdings auch wieder zwei Klassen, und zwar die GTD Pro und die GTD ohne irgendwas dahinter Klasse. Diese unterscheiden sich von den Fahrzeugen allerdings gar nicht mehr. Es sind beides dieselben GT3-Autos. Die Unterschiede liegen nur darin, in der GTD Pro-Klasse fahren besser eingestufte Fahrer, also Fahrer, die einen höheren Status haben. Und es gibt pro Klasse eine angepasste Balance of Performance. Das heißt, es wird unabhängig von den beiden Klassen jeweils geguckt, wie stark die Autos der verschiedenen Hersteller sind. Und diese werden dann möglichst an ein äquivalentes Niveau angepasst, damit keine Marke einen Vorteil hat. Wir werden sehen, wie das klappt. Auf jeden Fall wird in der GTD Pro-Kategorie wird es 13 GT3-Autos geben von 8 Herstellern. Dabei ist zu erwähnen, dass der neue BMW M4 GT3 sein IMSA-Debüt feiert, die auch sehr gut besetzt sind. Kennt man aus deutscher Sicht auch viele Fahrer, und zwar Marco Wittmann, Sheldon van der Linde, Philipp Eng und Auguste Farfus, alle DTM-Fahrer, sollten hier durchaus bekannt sein, sind da zum Beispiel zu nennen. In der GTD ohne weiteres, also ohne Pro, der quasi Amateurklasse würden sie in der WC heißen, gibt es dann 22 Autos von 9 Herstellern. Und unter anderem ist da aus DTM-Sicht was ganz Bekanntes bei, und zwar das Lamborghini DTM-Team T3 Motorsport fährt mit. Ansonsten in der GT-Klasse werden ein bisschen Motorsport hier in Deutschland verfolgt. ADAC GT Masters DTM wird super viele Fahrer kennen. Also zum Beispiel auf dem Lamborghini sitzt unter anderem Bortolotti und Ineichen, die man auch sehr gut kennen sollte. Ja, da ist also für jeden so ein bisschen was dabei. Genau. Ja, dann würde ich sagen, haben wir da einen groben Überblick bekommen. Guckt euch ruhig mal das Qualifikationsrennen an, dann merkt ihr schon mal, ob das was für euch ist. Und ja, richtig spannend wird es dann natürlich nächste Woche, wenn es ans 24-Stunden-Rennen geht. Mal schauen, bisher sahen die Corvettes in der GTD-Klasse nicht ganz so stark aus, aber wir werden sehen, ob das beim Rennen dann auch der Fall ist oder ob da versucht wird, sich durch die Balance of Performance vielleicht einen kleinen Vorteil zu verschaffen, indem man auf etwas schlechter tut, als man eigentlich ist. Wir werden sehen, aktuell wird dann noch gemunkelt. Ja, am heutigen Abend wissen wir dann wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, ansonsten können wir hier noch mal kurz eine Runde mitnehmen. Hier biegen wir gerade in Kurve 1 ein. Die nächsten zwei Kurven gehen voll. Hier dann der erste relativ heftige Bremspunkt, nachdem wir vom Oval runter sind. Muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Die nächste Linkskurve, der sogenannte Kink, geht mit den Autos hier voll, kann aber immer ein Riesenproblem werden, wenn es da zu engen Situationen mit zwischen den GT und LMP-Autos kommt. Immer ein bisschen tricky. Ja, dann nochmal heftige Anbremszone und das geht rauf aufs Oval. Ab hier dann erstmal alles voll. Da es ein Super Speedway ist und gerade mit so Autos, die eh relativ viel Aerodynamik haben, könnte man natürlich im Oval hier alles voll fahren und kommt dann dementsprechend auch mit sehr viel Speed auf die Schikanen an, was die auch immer so ein bisschen tricky macht. Wir sehen was. Starker Anbremspunkt, schön über die Curbs, aber auch nicht zu weit. Ich denke, dass auch dieses Jahr auf der Innenseite vom Curb wahrscheinlich wieder so ein ziemlich großer Wurstcurb sein wird. Da muss man echt aufpassen, dass man darüber das Auto nicht wegschmeißt. Geht relativ schnell dann. Und versuchen immer im Windschatten des Vordermanns zu bleiben. Auch als LMP bzw.
GTI kann man sich natürlich von so einem GTD gerne mal den Windschatten mitnehmen, solange es geht. Ja, dann sind wir rum, sind wir wieder in Kurve 1. Haben hier die Führung ergattert. Und jetzt sehen wir schon gleich, was halt das Interessante ist, dass nach den ersten paar Minuten relativ schnell der Fall sein wird, dass gerade die DPI-Klasse recht schnell auf die GT-Fahrzeuge aufholt. Ja, und dann muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man da gut durch den Verkehr kommt. Und dann wird es auch spannend, weil es fahren 5 Klassen, alle gleichzeitig. Jeder fährt in seine Klasse um ein gutes Ergebnis. Keiner will unnötig Zeit verlieren und dann wird es auf so einer Strecke, die auch nicht allzu breit ist und hier und da echt ein paar knifflige Stellen hat, ja, nochmal recht eng werden. Sieht man auch hier. Schön vorbeigegangen an der Corvette. Ausbeschleunigen. Und da sieht man schon, die GT-Klasse kämpft hier gegeneinander. Jetzt muss man gucken, wo kommt man vorbei? Eventuell mal ein bisschen warten. Sind wir innen vorbei? Hat gut geklappt, haben alle mitgespielt. Wir sind hier auch in der letzten Runde. Vorne wird auch nochmal geguckt, der Ferrari wird vielleicht profitieren wollen von der Corvette. Und wir gehen jetzt ja beim Rausbeschleunigen außen vorbei. Da ist so ein DPI natürlich schon deutlich schneller. Ja, nochmal vorbei am Porsche. Und dann nehmen wir hier die letzten Meter mit. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn euch gefällt, was ich hier tue und wir vielleicht sowas auch mal für andere Rennen machen. Beziehungsweise dann fürs 24-Stunden-Daytona-Rennen nochmal ein Video machen soll. Und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, vielleicht bei der nächsten Rennen-Preview oder einem anderen Video hier wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.